Herr Präsident, meine Damen und Herren, die gute Nachricht zuerst. In diesem Jahr hat es der Senat geschafft, 10 Millionen mehr aus dem Siebertopf auszugeben. Das sind 14 Millionen an Investitionen für die wachsende Stadt. Die schlechte Nachricht allerdings, 650 Millionen sind übrig. Ein eindrucksvolles Bekenntnis schlechter Arbeit der Regierenden. Der aktuelle City-Bürgermeister von Mitte erzählt allen, in seinem Bezirk sei Geld kein Problem. Er hätte allerdings kein Personal, um das Geld auszugeben. Und ja, das Thema ist angekommen. Ich glaube, das muss ich Ihnen, die aus dem Wahlkampfmodus jetzt hier im Plenarsaal sitzen, auch nicht erzählen. Das wissen Sie selbst in der Straße, auf den Wahlpodien, in den Medien und auch bei der Runde der Spitzenkandidaten. Und eigentlich sind sich alle aktuell einig, es fehlt fast überall an Personal im öffentlichen Dienst. Die Servicequalität ist schlechter geworden, die Wartezeiten zu lang und die Qualität der Leistungserbringung ist gefährdet. Das Arbeiten unter diesem Druck und mit dieser permanenten Überforderung macht keinen Spaß und ist immens belastend. Der Berliner liest von Überschüssen bei den Finanzen und findet die Personalausstattung der Verwaltung und die Infrastruktur der Stadt in schlechtem Zustand. Und diese Wahrnehmung ist auch richtig, weil allein in den Bezirken sind mehr als 650 Vollzeitäquivalente ausfinanziert und nicht besetzt. Es sind also noch mehr Stellen, die in den Bezirken allein, auch in den Hauptverwaltungen und in anderen Bereichen ist das der Fall, aber allein in den Bezirken sind 650 Vollzeitäquivalente nicht besetzt. Und es handelt sich für mich um eine, in der Tat nicht die einzige, aber um eine singuläre politische Erfahrung, selbst im Wahljahr ein solches Potenzial für ein besseres Gemeinwesen, für die Möglichkeit, so viele neue Jobs im öffentlichen Dienst auch in der Stadt anzubieten und die Belastungssituation der aktuell Beschäftigten deutlich zu reduzieren, ein solches Potenzial nicht nutzen zu können im Wahljahr und die Investitionen, die damit möglich wären, nicht tätigen zu können, das ist eine besondere Erfahrung im Jahre 2016 und mit dieser Regierung. Bei so viel Destruktion darf man schon nach den Gründen fragen. Und es war eine krasse Fehlentscheidung bei den Haushaltsplanaufstellungen für den aktuellen Haushalt, also 16/17, die Zielvereinbarungen zum Personalabbauprozess in den Bezirken weiterlaufen zu lassen. Stattdessen hätten Neueinstellungen nicht über die KLR bestraft, sondern mit Boni belegt werden müssen. Das Gesamtthema hätte aus einer Hand und mit völlig veränderter Kultur und Durchsetzungskraft besetzt werden müssen, als Chefsache halt und in der Koalition. Die Realität, die wir vorgefunden haben, Michael Müller hat ja heute erstaunlicherweise etwas dazu gesagt, 10 Tage vor der Wahl, dass sich eine Verwaltung bei der Opposition über die andere Verwaltung beschwert, was sie doch mit der jeweiligen anderen Verwaltung beim Thema Personal nicht durchsetzen konnte und wie unzufrieden sie damit ist. Also das der Opposition und dem Rest der Stadt mitzuteilen, halte ich für ziemlich insuffizient in Anbetracht der Größe des Problems und der damit vertanen Chancen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Becker? Das mache ich gern. Frau Kollegin. Ich hatte zwar gehört, dass Sie keine Stimme haben. Ja, aber für eine Zwischenfrage wenn es für die Zwischenfrage reicht. Ich versuche es einfach mal, damit man... Nein, Frau Kollegin Blum, ich wollte fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass im laufenden Doppelhaushalt rund 4.000 Stellen eingestellt wurden. Ja, aber dann, Frau Becker, kennen Sie ja bestimmt auch den eigentlichen Einstellungsbedarf und Sie wissen wahrscheinlich auch, dass im Statusbericht, der gestern ja im Hauptausschuss nicht diskutiert werden sollte, 100 Millionen Euro an Personalkosten übrig geblieben sind. Also Personal, was eingestellt hätte werden können, aber nicht eingestellt wurde. Und ich denke, zu diesem Delta über den Austausch von natürlicher Fluktuation hinaus sollte man Stellung nehmen. Und ich glaube, Sie werden auch nicht drum herum kommen, zu begründen, warum Ihnen das nicht gelungen ist. Ich glaube, es liegt doch an einem Politikstil, der nicht mehr zu dieser Stadt passt und der auch nicht funktionieren kann. Wenn ich ein Problem im Wesentlichen darin als gelöst ansehe, dass ich verkünde und sage, das Geld ist da, wir haben alle Voraussetzungen geschaffen und damit in der Zeitung stehe, schaffe ich eine Erwartungshaltung. Wenn ich mich dann aber
nicht angemessen dem Problem gegenüber verhalte und die Umsetzungsprobleme löse und mich um die Umsetzung kümmere, sondern die Verantwortung dann an die Bezirke oder andere auf jeden Fall nach unten durchgebe und mich nicht kümmere um die zum Teil ja auch nicht trivialen Lösungen, die da gefunden hätten werden müssen, und auch die Bezirke strukturell nicht in die Lage versetze, diese Probleme zu lösen, dann fällt das auf mich zurück. Und dann ist das ein Politikstil, der sogar verhindert und verunmöglicht, sich den Problemen zu stellen, weil ich die Probleme als gar nicht existent ansehe. Das, denke ich, diesem Problem müssen Sie sich stellen. Die Voraussetzungen sind ja durchaus auch schlechter geworden, muss man sagen, weil durch Zeitverzug eine andere Marktsituation entstanden ist. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass die Begleitmusik, der Umgang des Innensenators mit den Beschäftigtenvertretungen, mit dem Hauptpersonalrat und den Vorschlägen, die Sie gemacht haben, ein unerträglicher ist, dass die Beamtenbesoldung und ihre Entscheidung 13 Jahre dazu warten, die Beamten warten zu lassen, muss man ja jetzt deutlich sagen, bis sie im Bundesdurchschnitt der anderen Länder angekommen sind. All das sind Entscheidungen, wo ich denke, die müssen Sie begründen. Es liegen Anträge vor, die haben wir 2014 gestellt, und ich glaube, es sind sich inzwischen alle einig, und das ist ja auch in den Formulierungen zu hören, dass das die richtigen Anträge waren. 2016 haben Sie alle diese Anträge abgelehnt. Also einen können Sie jetzt nicht ablehnen, weil Michael Müller hat ja vorhin gesagt, dass das die alleinige Zuständigkeit für das Thema Personal an einer Stelle selbstverständlich richtig und wichtig ist. Also diesem Antrag werden Sie ja dann auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube nur, dass das nicht reicht. Und ich wünsche mir, dass es kein weiter so gibt, sondern dass der Sanierungsfall öffentlicher Dienst als Chance begriffen wird und dass das Potenzial auch der Stadt zugutekommt. Vielen Dank, Frau Kollegin Blum.